Gleich in den TV Berlin Nachrichten. Müller fordert mehr Bundeshilfen für Flüchtlinge. Sarrazin wirft Boveright Selbstüberschätzung vor. Und das Wetter, der April macht, was er will. Und so muss auch in den kommenden Tagen mit allem gerechnet werden. Mehr zu den Aussichten am Schluss der Sendung. Herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Freitag, den 22. April. Ohne langfristige Hilfe vom Bund ist die Integration hunderttausender Flüchtlinge aus Sicht von Berlins Regierungschef Michael Müller nicht zu schaffen. Wir werden als Bundesländer unseren Beitrag leisten, aber der Bund muss das über Jahre unterstützen, forderte der regierende Bürgermeister vor einem Treffen der Länderchefs mit Kanzlerin Angela Merkel am Freitag. Sonst kann gutes Zusammenleben nicht gelingen, sagte Müller. Er nannte zum einen die Kosten der Unterkunft, die für Berlin ein riesiger finanzieller Block seien. Entscheidend sei aber die Hilfe bei Bildung, Berufsqualifizierung, dem Start in die Arbeitswelt und auch für die vielen sozialen Einrichtungen, die das begleiten. Die müssen auch mitfinanziert werden, sagte Müller der Deutschen Presseagentur. Für die großen Städte sei zudem eine Wohnsitzauflage wichtig, damit wir zumindest für eine Übergangszeit die Chance haben, Aufnahme und Unterkunft zu organisieren, sagte Müller weiter. Am Donnerstag wurden in nahezu allen europäischen Ländern zeitgleich intensive polizeiliche Überwachungsmaßnahmen zur Bekämpfung von Geschwindigkeitsverstößen im Straßenverkehr durchgeführt. Auch die Berliner Polizei war, wie berichtet, mit all ihren Radarwagen und Messgeräten von 6 bis 24 Uhr im Einsatz. Die Bilanz kann sich am Freitag sehen lassen. An 217 Kontrollorten haben wir 3.300 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Aber wir haben nicht nur Schnellfahrer erwischt, wir haben auch Fahrzeugführer festgestellt, die waren ohne Fahrerlaubnis unterwegs oder das Auto war nicht versichert. Und auch Fahrzeugführer, die alkoholisiert waren oder unter dem Einfluss von Drogen standen, haben wir festgestellt. Auch am Freitag schießt Thilo Sarrazin via Bild-Zeitung mal wieder weit hinaus. Der frühere Finanzsenator hat dem ehemaligen Berliner Regierungschef Klaus Wowereit Versagen bei der Planung des neuen Hauptstadtflughafens vorgeworfen. Wowereits Problem sei wie bei vielen Politikern mangelnde Sachkunde und Selbstüberschätzung, schreibt Sarrazin in seinem neuen Buch Wunschdenken Europa – Währung, Bildung, Einwanderung, warum Politik so häufig scheitert, aus dem wieder mal die Bild-Zeitung vor dem Erscheinen Auszüge veröffentlichte. Auf der Suche nach einem vermissten 5-Jährigen aus Hessen hofft die Polizei auf Hinweise von Insassen eines Geländewagens. Der schwarze BMW X5 mit Berliner Kennzeichen war am 4. April vor der Flüchtlingsunterkunft gesehen worden, in der der Junge lebte. Eine blonde, dünne Frau, um die Ende 30, sei damit in Richtung Werra gefahren, teilte die Polizei Eschwege am Donnerstag mit. Am Abend sei ein solches dunkles Fahrzeug dann dort aufgefallen, wo der Junge verschwand. Es sei aber unklar, ob es derselbe Wagen sei, sagte ein Polizeisprecher. Seit mehr als 2 Wochen fehlt von dem kleinen Aref jede Spur. Wegen Bauarbeiten kommt es am Wochenende in Berlin und Brandenburg zu Einschränkungen im Bahnverkehr. Von Freitagabend bis Montagmorgen fahren keine Züge der Regionalbahn zwischen Königs Wusterhausen und Zehnsdorf, wie die Niederbarnimer Eisenbahn am Freitag mitteilte. Auf der betroffenen Strecke sind Busse unterwegs. Schienenersatzverkehr werde es auch von Freitagabend bis Montagmorgen auf der S46 zwischen Königs Wusterhausen und Zeuthen geben, teilte die S-Bahn mit. Am Samstag beginnen noch dazu Bauarbeiten zwischen Schönefeld und Adlershof. Hier fahren auf der S45 und der S9 ebenfalls Ersatzbusse. Die Bauarbeiten dort sollen bis Montagmorgen dauern. Bis zum 29. April müssen auch Fahrgäste der S5 und der S7 auf Busse umsteigen. Einmal zwischen Friedersdorf und Hoppegarten und zum anderen zwischen Griebnitzsee und Potsdam Hauptbahnhof kommt es wegen Bauarbeiten zur Einschränkung. Und auch auf der Autobahn im Norden Berlins in den Tunneln Flughafen Tegel, dem Ortskern Tegel, Forstamt Tegel und der Beischlagsiedlung kommt es ab Montag zu Sperrung. Von Montagabend an bis Dienstagmorgen kommt es hierbei zu einer Vollsperrung beider Fahrtrichtungen vom Anschluss am Festplatz bis hin zur Anschlussstelle Weidmannslusterdamm. Ab 0 Uhr gibt es dann eine Ausweitung der Vollsperrung in Fahrtrichtung Nord von den Anschlussstellen Weidmannslusterdamm bis zur Anschlussstelle Schulzendorfer Straße. In der Nacht zum Mittwoch kommt es dann zu einer Vollsperrung der Fahrtrichtung Nord vom Anschlussstelle am Festplatz bis hin zur Anschlussstelle Weidmannslusterdamm.
In der darauffolgenden Nacht gibt es weitere Sperrungen, jeweils zwischen 21 Uhr und 5 Uhr morgens. Die Umleitungsstrecken sind ausgeschildert. Die Berliner Wirtschaft ist im ersten Quartal 2016 kräftig um 2,7% gewachsen. Der Ende 2015 erreichte starke Zuwachs beim Bruttoinlandsprodukt, ist damit sogar noch übertroffen worden. Für das zweite Vierteljahr deutet sich mit 2,2% allerdings eine Verlangsamung des konjunkturellen Tempos an. Darauf weisen die Volkswirte der Investitionsbank Berlin am Freitag hin. Grund seien die seit längerem stagnierenden Aufträge in der Industrie. Trotz der Zurückhaltung in der Industrie blieben die Bankökonomen bei einer Wachstumsprognose für 2016 von etwa 2,5%, die damit erneut deutlich über dem Bundesniveau liegen wird. Vor allem die Dienstleistungen haben den Ausschlag für das deutliche Plus im ersten Quartal gegeben. Opfer der DDR-Diktatur sollen über das Jahr 2019 hinaus einen Antrag auf Rehabilitierung stellen können. Diese ist die Kernbotschaft der Tagung der Landesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen und der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, die am Freitag in Rostock begann. Laut Gesetz endet die Meldefrist für Betroffene in 3 Jahren. Das Bewältigen von Verfolgungsgeschichten lasse sich aber nicht in Gesetzfristen pressen, sagte die Landesbeauftragte von Mecklenburg-Vorpommern, Anne Drescher. Am Sonntag werde in einer Gedenkstunde am Rostocker Haus der Justiz allen Opfern von politischer Verfolgung gedacht. Und damit sind wir bei den Wetteraussichten. Heute Nacht bleibt es in weiten Teilen klar und niederschlagsfrei. Die Tiefstwerte liegen um die 5 Grad. Am Samstag schafft es das Quecksilber auf nur noch maximal 9 Grad. Die Bewölkung nimmt zu und auch der ein oder andere Tropfen bleibt nicht auszuschließen. Und der Ausblick? Der April macht, was er will und so muss auch in den kommenden Tagen mit allem gerechnet werden. Mal Sonne, mal Wolken und Regen wechseln sich regelmäßig ab. Die Tageshöchstwerte liegen nur noch zwischen 7 und 8 Grad. Ja, und das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss bis Montag.